Wir Dachdecker. BFW Seminar 2023 Bad Lauterberg. Mir gegenüber steht jetzt Dr. Frank Biermann. Welche Position bekleiden Sie beim BFW, Herr Biermann? Ich bin Vorstandsmitglied im BFW. Was ist der BFW genau und warum und wofür braucht es das? Das BFW dient dem Zweck, das Dachdeckerhandwerk zu fördern, Ausbildung zu unterstützen, Netzwerke zu unterhalten, beziehungsweise die der große Dachdeckerfamilie zusammenzuführen, Industrie, Handel und halt Dachdecker. Wie viele Unternehmen sind Mitglied, kann man das sagen ungefähr? Insgesamt haben wir um die 120 Mitglieder, davon sind etwas mehr als die Hälfte Dachdeckerfirmen, der Rest setzt sich aus Freunden, Förderern, Industrie und Handel zusammen. Das Seminar ist ja einmal im Jahr, da findet einmal im Jahr statt. Wonach richten sich Ihre Themen? Wir versuchen immer am Puls der Zeit zu sein, aktuelle Themen, die gerade relevant sind, aufzugreifen und dann halt umzusetzen mit entsprechenden spannenden Referenten. Nun haben wir in diesem Jahr die Digitalisierung sehr stark vertreten, als Hauptthema, Leitthema. Wo sehen Sie die Digitalisierung im Handwerk bis jetzt? Es ist ein unbeliebtes Thema, alle sprechen drüber, aber keiner packt es an. Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dieses Thema zu forcieren, um unseren Betrieben, um den Mitgliedern eine Hilfe zu geben, eine Stütze zu geben, um halt selber die Digitalisierung in Anspruch zu nehmen und selber Umsetzungshilfen zu finden. Wo sind die größten Baustellen in dem Bereich der Digitalisierung? Können Sie das einschätzen? Das ist schwierig, das ist mit Sicherheit eine individuelle Frage. Manche sind halt internetaffin, viele halt nicht. Das wird wahrscheinlich auch eine Frage der eigenen Philosophie sein, ob man überhaupt irgendwas machen will. Aber das größte Problem ist wahrscheinlich auch der Zeitfaktor, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, Ideen zu bekommen, was kann man tun, welche Tools braucht man. Und dafür dient auch das Seminar mit unseren Referenten, die da Tipps und Hilfestellungen geben. Dann nochmal ganz kurz, gehen wir nochmal auf das BFW, ist ja das Berufsförderwerk des Dachdeckerhandwerks in Niedersachsen-Bremen. Ne? Und gehen wir ganz kurz auf, was macht das BFW genau? 5 Schlagworte zum BFW. Vernetzen, fördern und ausbilden. Das sind 3. Fortbilden. In welche Richtung geht das Dachdeckerhandwerk? Das Dachdeckerhandwerk geht in Richtung Klimaschützer. Die aktuelle Klimawende, die ausgerufen ist, wird nicht ohne gut ausgebildete Handwerker gehen, wozu auch das Dachdeckerhandwerk gehört. Wer bringt ordnungsgemäß Photovoltaik auf Dach? Das sind unsere Betriebe, die dort tätig sind. Die Zukunftsaussichten sind sehr, sehr gut. Dachdecker!